Hallo, ich bin Galina. In diesem Video werde ich Ihnen zeigen, wie man eine mehrstöckige Torte selber backt. Dazu benötigen Sie 1500 Gramm Mehl, 1500 Gramm Zucker, 21 Eier, 3 Tütchen Backpulver, eventuell Vanillezucker, 3 Tassen warme Milch, 3 Springformen, zum Beispiel diese Herzform, und Backpapier. Nehmen Sie eine große Schüssel und schlagen Sie die Eier hinein. Um die Eier schäumig zu schlagen, benutzen Sie am besten einen Mixer. Sie werden sehen, ob Sie eine noch größere Schüssel brauchen. Nun schütten Sie die Milch auch hinein und geben Sie den Zucker dazu. Schlagen Sie alle Zutaten zu einer schäumigen Masse. Vermischen Sie das Mehl mit dem Backpulver und streuen Sie es unter Rühren in die Eiermasse. Mischen Sie das Ganze zu einer gleichmäßigen Masse. Nun füllen Sie den Teig für den Biskuitboden in die Form. Die Backzeit beträgt ca. 40 Minuten bei 175 Grad Umluft. Nun lassen Sie alle fertig gebackenen Böden auskühlen. In der Zwischenzeit können Sie die Buttercreme zubereiten. Für die Buttercreme benötigen Sie 750 Gramm Butter, 150 Gramm Zucker, 3 Tütchen Puddingpulver oder den fertigen Pudding. Mischen Sie Pudding, Butter und Zucker zusammen. Wenn Sie wollen, können Sie auch Mandeln in die Creme untermischen. Den unteren Boden können Sie zu einer großen, runden Form schneiden. Schneiden Sie nun jeden Biskuit in 3 bzw. 2 Scheiben, je nachdem wie groß der Boden ist. Nun können Sie den Boden umdrehen, Backpapier abziehen und beide Boden voneinander trennen. Nun kommt die Buttercreme drauf, zwischen den Böden und allen Stöcken. Zum Schluss können Sie noch die gesamte Torte mit heißer Schokolade begießen und nach Geschmack mit entsprechenden Dekoartikeln verzieren. Je nachdem, was gefeiert wird, können Sie entsprechende Artikel in jedem größeren Kaufhaus kaufen. Ihre Gäste werden diesem Kunstwerk ganz bestimmt bewundern. Bon Appetit!